Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. So, dann wollen wir mal gleich weiter reinstarten hier. Nach unserer kleinen Schusseinlage hier. Wie sind unsere Verluste? Es wurden kaum noch Verwundete hergebracht. Immerhin etwas. Wie kommen Sie klar, Liara? Das ist es jetzt, oder? Ja, das ist es. Was soll ich dazu sagen? Mir fällt ganz bestimmt in 5 Minuten was Schlaues ein. Ich habe etwas für Sie, Shepard. Ein Geschenk. Dauert nur einen Moment, wenn Sie es wollen. Was für ein Geschenk? Weißt du noch, als ich mein Bewusstsein mit deinem verbunden habe? Ich kann dir einige meiner Erinnerungen zeigen. Asari tauschen sie manchmal aus. Mit Freunden oder Leuten, die sie respektieren. Es kann auch eine Form von Abschied sein. Es wäre eine Ehre. Augen zu machen. Ich danke für alles. Lassen Sie uns tun, was getan werden muss. Na gut, dann weiter. Wie ist dein Zustand? Er blutet. Da ist sehr viel Blut. Sein Bein wurde unterhalb des Knies weggesprengt. Okay, versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Ich sage Ihnen, was Sie tun müssen. Sie sind jetzt seine einzige Hoffnung. Das Wichtigste ist, die Blutung zu stillen. Wie? Haben Sie Handtücher oder Bandagen? Nein, gar nichts. Wir sitzen unter einem ausgebombten Highway. Dann nehmen Sie Ihre Bluse, reißen Sie einen Ärmel ab und... Sie müssen Ihren Ärmel in Streifen reißen und daraus eine Aderpresse machen. Okay. Moment. Okay. Ich hab's. Und jetzt binden Sie das direkt über seinem Knie zusammen, um den Blutfluss zu unterbrechen. Machen Sie einen Knoten. Ich versuch's. Okay. Um sein Knie. Oh, verdammt, ich krieg's nicht fest genug. Da ist so viel Blut. Nochmal, ziehen Sie fester. Wie ist sein Zustand? Er hat das Bewusstsein verloren, aber er atmet noch. Bleiben Sie bei ihm. Wenn es wieder blutet, geben Sie mir Bescheid. Sie schaffen das schon. Ja, okay. Danke. Aber noch so eine Nacht werden wir bestimmt nicht überleben. Das heißt, es muss unbedingt enden. Sammy, wo bist du? Ich kann dich nicht finden. Schreib mir bitte zurück. Die Leute gehen da rein und wenn sie rauskommen, sind sie anders. Nicht mehr menschlich. Ich höre die Stimme, die in meinen Schädel kriechen und flüstern. Sie hören nicht auf, bis ich dahin gehe, wo die anderen waren und zu so einigen Dingen werde. Oh Gott, bitte, es soll aufhören, es soll aufhören, es soll aufhören. Ich höre nicht auf die Stimmen, ich gehe da nicht rein, ich kann nicht machen, dass es aufhört. Ich weiß, was zu tun ist. Nee, ey. Doktor? Ja, ich bin hier. Der Korpulat ist nicht mehr. Fühlen Sie einen Puls? Gut. Er ist tot.
Als die Rachni die Galaxie vor 2000 Jahren in die Knie gezwungen hatten, als alles verloren schien und das Ende nahte, da führte ein Wort den tödlichen Schlag. Ein Wort trieb die Monster zurück in den Höllenschlund. Und ein Wort brachte den Tod zu einem Feind, den niemand zu bekämpfen wagte. Dieses Wort lautete Krogana. Und heute erheben sich die Krogana erneut. Heute schmieden wir einen neuen Pfad und schließen uns der Galaxie als Verbündete im Sieg an. Heute erkämpfen wir unsere Zukunft! Commander? War es zu Ihrer Zeit auch so schlimm? Schlimmer. Ich habe gehört, was der Kroganer zu seinen Männern gesagt hat. In unserem Zyklus kamen die Spezies nicht zusammen. Es wurde nicht zur Schlacht gerufen. Ich beneide sie. Wirklich? Es ist nicht mehr viel übrig. Die Zukunft ist immer noch da. Mein Volk konnte nie sagen, dass es den morgigen Tag geben wird. Nur wenn wir heute siegen. So weit hat es noch nie jemand geschafft. Ihr Weg war lang, Javik. Länger als bei jedem anderen hier. Und ich freue mich darauf, meine Mission zu erfüllen. Aber Sie sind jetzt der Avatar dieses Zyklus. Das Symbol für den Sieg. Nicht nur für die Menschen, Turianer oder Proteaner. Für alles Leben. Alle Seelen, die je existiert haben, beobachten Sie jetzt. Schön. Das nimmt natürlich den Druck von mir. Zaudern Sie nicht. Es gibt keinen Sieg ohne schwere Entscheidungen. Ich weiß. Ich habe schon viele getroffen. Es könnten noch mehr kommen. Aber ich weiß, dass Sie es für uns alle durchziehen werden. Um jeden Preis. Wenn wir es wirklich schaffen, was machen Sie danach? Mein ganzes Leben kreiste nur um den Krieg. Ich würde gerne wissen, wie der Frieden aussieht. Die Galaxie ist groß. Die Hanar würden mich willkommen heißen. Ich könnte dort leben wie ein König. Ich danke, Commander, dass die letzte Stimme der Proteaner gehört wurde. Es war mir eine Ehre. Gut. Shepard, Sie haben es geschafft. Was auch immer heute noch passiert, Ihnen ist gelungen, wozu sonst keiner in der Lage war. Sie haben eine Galaxie geeint. Das ist bereits ein großer Sieg. Und keine Sorge, ich weiß, warum Sie gewinnen werden. Weil Sie die Krogane an Bord geholt haben. Oh, und Bakara lässt Ihnen Grüße ausrichten. Sie ist bereits schwanger. Es bringt eben Vorteile, der Clanführer zu sein. Aber sie besteht darauf, den ersten Morden zu nennen. Wie auch immer, gehen wir's an. Okay, dann gehen wir weiter. Reißt euch zu! Raketen sind einsatzbereit, Sir. Zielinformationen wurden hochgeladen. Atomsprengköpfe bestätigt. Ich hab Tali gar nicht gesehen. Es wird nicht reichen. Beschuss durch Handfeuerwaffen ist kein Problem, aber größere Kaliber? Die Crews sind angreifbar, Admiral. Verstanden. Gleich erfolgt der letzte Vorstoß. Alles okay? Ich dachte, das würde ich Sie fragen. Shepard, ich habe Sie als Jugendlicher auf Pilgerreise unterstützt. Und dann, als die Normandy ein Cerberus-Schiff war. Wo es auch hingeht, ich bin dabei. Und Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Alles okay? Wie ging es Ihnen damals bei der Landung auf Runoch? Stellen Sie sich vor, das wäre keine uralte Geschichte, sondern erst vor wenigen Monaten passiert. Und Sie sehen es in diesem Zustand. Wir müssen es schaffen. Werden wir. Wissen Sie noch, was wir auf Runoch sagten, bevor Sie den Reaper runterholten? Du sagtest, ich liebe dich. Und du sagtest, Kela Selai. Ich will mehr Zeit. Ich weiß, was auch geschieht. Ich weiß. Shepard, ich habe eine Frage. Eine große oder eine kleine? Sie ist wichtig.
Zu einem anderen Zeitpunkt hätte sie weniger Relevanz. Dann los. Die Reaper haben bei dieser Schlacht keinen Grund, nicht alles gegen uns einzusetzen, was sie haben. Ihre Streitkräfte sind verschanzt. Sie haben mehr Feuerkraft und sind uns zahlenmäßig überlegen. Daher meine Frage. Wie kommen sie darauf, dass wir die Röhre überhaupt erreichen? Die Reaper haben die Citadel. Sie glauben, sie haben gewonnen. Die beste Zeit für einen Angriff. Wenn sie Spione oder so etwas haben, verlieren wir das Überraschungsmoment und dann vermutlich auch die Schlacht. Haben sie Angst? Unsere Erfolgswahrscheinlichkeit ist höher als bei allen bisherigen Plänen. Das habe ich nicht gefragt. Haben Sie Angst? Ich verstehe den Sinn der Frage nicht. Es gibt keinen Platz mehr für Zweifel, Edie. Sie verstehen, was zu tun ist oder nicht. Ich verstehe, was wir erreichen müssen, Shepard. Die Reaper haben tausende von Zivilisationen vernichtet. Aber unsere haben sie nicht vernichtet. Und das werden sie auch nicht. Ich hätte es nicht besser sagen können. Zeit zum Losschlagen. Shepard, es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Der Unbekannte hat meine Herstellung vor Jahren befohlen. Jeff hat mir erlaubt, selbst zu denken. Aber erst jetzt fühle ich mich lebendig. Das verdanke ich Ihnen. Danke, Edie. Commander? Admiral? Ich gehe den Lagebericht durch. Wie sieht's aus? Keine 25% von Hammer haben sich gemeldet. Werden es noch mehr schaffen? Bis auf einige Nachzügler ist der intakte Teil von Hammer größtenteils angekommen. Wir sind so bereit, wie es nur geht. Ich sehe nach meinem Team. Es geht bald los. Ich sag den Bataillonsführern Bescheid. Wir sind bereit, wenn sie es sind. Wann immer sie bereit sind. Gehen wir, bevor die Reaper merken, was wir vorhaben. Ganz meine Meinung. Bataillonsführer, Meldung ans HQ. Es war schwer herzukommen. Aber jetzt beginnt der härteste Teil unserer Mission. Wir müssen mitten ins Herz des Reaper-Gebiets vorstoßen, ihre Verteidigung umgehen und es bis zu diesem Strahl schaffen. Was für eine Verteidigung? Es wimmelt dort von Reaper-Truppen. Aber unsere größte Sorge ist der Zerstörer, der den Strahl selbst beschützt. Kann sich darum die Luftunterstützung kümmern? Negativ. Irgendeine Interferenz. Wir müssen ihn vom Boden aus ausschalten. Sie haben einen Streifen durch die Stadt gelegt. Niemandsland. Da müssen wir zuerst durch. Auf der anderen Seite gibt's begrenzt Deckung, aber sicher auch schweren Widerstand. Wir müssen unsere Panzer herbringen. Wenn wir nah genug rankommen, können wir das Ding vielleicht ausschalten. Wie groß ist die Chance? Sie wissen, dass wir kommen. Für viele von uns gibt's keine Rückfahrkarte. Aber Rückzug kommt nicht in Frage. Immer voran, um jeden Preis. Verstanden? Puja, jawohl, Sir. Johnson, Coates, Sie beide koordinieren die Artillerieeinheiten. Shepard, ich schicke Sie mitten rein, wo der Widerstand am heftigsten ist. Unterstützen Sie die Panzer. Aber bleiben Sie am Leben. Ich brauche Sie für den Vorschuss zum Strahl. Sie haben eine Minute. Wählen Sie Ihre Gruppe sorgfältig aus. Dieser Krieg hat uns nur Schmerz und Leid gebracht. Aber er hat uns auch verbunden. Als Soldaten, Verbündete, Freunde. Dieses Band zwischen uns ist etwas, das die Reaper niemals begreifen werden. Es ist mächtiger als jede Waffe. Stärker als jedes Schiff. Es kann nicht zerstört werden. Die nächsten Stunden entscheiden über das Schicksal der ganzen Galaxie. Jede Mutter, jeder Sohn, jedes Ungeborene. Alle vertrauen ihnen, damit sie siegen und ihre Zukunft sichern. Eine Zukunft ohne Bedrohung durch die Reaper.
Fassen Sie Mut. Sehen Sie sich um. Sie kämpfen nicht allein. Wir stellen uns dem Feind gemeinsam und gemeinsam besiegen wir ihn. Gut. Ist, denke ich mal, klar, wen ich mitnehme. Hab mich da vorher schon entschieden. Waffen sind in Ordnung. Los geht's. Lass mich doch wenigstens schon mal ein bisschen nachladen vorher. So. Die haben wir soweit. Jetzt sind wir einsatzbereit. War mir irgendwie so klar. Dass es hier nochmal einen Hinterhalt gibt. So. Alle hab's. Na denn? Geht das schon richtig gut los? Vorsichtig. Ei. So, komm, den schnappen wir uns jetzt hier. Alle hab's. Okay, da ist noch eine Banshee. Wieder zurück. Vergiss es, Mädchen. So, Abwehrdrohne. Ablenkung. Vergiss es. So. Schwerer Beschuss aus dem ersten Stock. Wir brauchen Unterstützung. Wir versuchen, das Gebäude zu sichern. Na denn? Einmal los hier. Foxtrot und Bravo unter schwerem Beschuss. Erstmal Dröhnchen und Co. Natürlich, noch ein Rohling. Zwei Rohlinge. Verdammt. Komm, lad 8, nachher. Okay. So, jetzt aber.
So, haben wir alle? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn unser anderer Freund, aber der sind alle da. Wir werden hier draußen abgeschlachtet, Commander. Ja, wir beeilen uns ja schon. Verdammt, Kompanie Kilo wird zerlegt. Gut, die denke ich. Du kriegst auch nochmal dein Fett weg. Komm schon, Tali. Wo ist er? Gut. Danke, wir rücken weiter vor. Na denn, wir müssen auch weiter vor. Hoppala, was haben wir denn da? Ach, Medi. Ist auch nochmal Medi? Wir müssen da durch. Also gut, Männer. Augen aufhalten. Die Gebäude geben uns Deckung. Aber der Feind kann sich besser verstecken. So, nächste Drohne. Okay, ein Stück weiter vor. Ah, die haben Schilde. Ich hoffe, ich habe den anderen mit dem Schild erwischt. Nee, der war schon weiter. Hier, Kompanie Echo. Wir haben nicht genug Platz, um die Panzer zu manövrieren. Dann zurück, falls nötig. Aber finden Sie so schnell wie möglich einen anderen Weg. Bestätige. So. Kommt noch ein Rohling. Kontakt! Ihr Delta, wir werden überrannt! Wie ist Ihre Position? Ah! Verdammt nochmal! Na gut, sind rein hier. Schilde runter. Kompanie Alpha ist durchgebrochen. Meine Güte, dieser Zerstörer ist riesig. Stellung halten. Der Rest von Hammer ist noch unterwegs. Aber jetzt mit Drohnensturm hier. Von hinten. Feigling. Machen wir erstmal dich und du willst auch nochmal? Bitteschön. Gut, Abwehrdrohne. Der Zerstörer hat uns entdeckt. Wir machen die Tanix-Raketen schussbereit. Nicht feuern. Sie machen ihn nur wütend. Verstanden. Aber wir haben vielleicht keine Wahl. Na komm, Drohne hinterher. Und nach vorne. Der Zerstörer hat gerade die Hälfte unserer Kompanie ausradiert. Feuern verbliebene Raketen ab. Irgendeine Wirkung? Negativ. Zielsuchsystem funktioniert nicht. Irgendwas stört da. Wir sind fast bei Ihnen, Alpha. Halten Sie durch. Gut, kann ich nicht tanken. Kann ich erst abhauen? Wir räumen jetzt mit euch auf. Wir sind am Treffpunkt. Hammer-Kompanie in Meldung. Bravo und Delta haben schwere Verluste erlitten. Kein Lebenszeichen von Alpha oder Charlie. Echo, Foxtrot und India sind hier, aber stark dezimiert. Kontakt mit Golf abgebrochen.
An alle Kompanien, Tanix-Raketen vorbereiten. Bereithalten, Männer. So. Wie sollen wir dieses Ding bloß ausschalten? Wir warten, bis es ganz nah ist und feuern dann mit allem, was wir haben. Unsere Zielsuchsysteme sind gestört. Verstanden, unsere Techniker sind dabei. Ich glaube, es hat irgendwas mit dem Strahl zu tun. Jetzt wird Zeit, dass wir nach vorne kommen. Wow. Nummer 1 haben wir. Und Nummer 2 kriegen wir auch. Sie kommen von hinten. Sie kommen von überall. Sie greifen die Panzer an. Sicherheitsmemo. Ihre Ziele sind Bunker, Evakuierungsshuttle, Notfalldienste, Kraftwerke. Bürger, Sie wollen weniger die Infrastruktur vernichten, sondern hauptsächlich die Bevölkerung. Wir müssen die üblichen Evakuierungspläne modifizieren. Das konventionelle Vorgehen ist nicht ausreichend. Dabei gibt es nur noch mehr Opfer. Bilden Sie kleine Gruppen, bringen Sie Überlebende aus der Stadt. Verteilen Sie die Menschen so weit wie möglich. Weiter sagen, Leute. Beschützen Sie die Panzer um jeden Preis. Ohne die Raketen haben wir keine Chance. Schalten Sie sie aus, ganz egal wie. Feuer frei! Wo bleibt der Feuerschutz? Wir brauchen Verstärkung auf... Raketenbatterie sichern. Okay. So. Okay. Die Artillerie! Aber die Kompanie wurde ausgelöscht! Commander, hören Sie mich! Major, wie ist die Lage? Der Strahl stört das Raketenziel-Suchsystem. Wir treffen den Zerstörer aber niemals mit der nötigen Präzision, um ihn auszuschalten. Verdammt! Edi, hören Sie mich! Jawohl, Commander! Irgendwelche Vorschläge? Ich könnte die Systeme der Normandy verwenden, um die Zielsuche der Raketen zu verbessern. Ausgezeichnet. Sie müssen einen Link von den Raketensystemen zur Normandy öffnen. Wird gemacht. Okay, dann machen wir das mal. Werfersteuerung. Das war's. Ich sage Bescheid, wenn ich die Zielerfassung angepasst habe. Das hört sich gut an, Commander. Warten wir es ab. Hammer! Hier ist Admiral Anderson. Die Reaper-Bodentruppen machen einen Vorstoß. Stellung halten und die Panzer beschützen, bis wir zum Schuss kommen. Sie haben's gehört. Bereit machen. Da sind sie! Nicht ganz getroffen. Na, wartet. Ich falle ich schön in den Rücken. Jetzt reicht's aber. Commander, wir haben versucht, sie aufzuhalten. Aber sie haben unsere Trucks zerstört. Unsere Stellung wird überrannt.
Ihre linke Flanke ist offen. Sie kommen in Ihre Richtung. Tut mir leid, Sir. Achtung, Leute! Da kommen noch mehr! Verdammt! Wir sollten unsere linke Flanke decken! Na, mal gucken. Komm, ich nehme mal Sniper. So. Wo ist die Banshee? Ja, das juckt die natürlich wieder mal nicht. Oh. Lad nach, komm. Nicht so langsam. Gut, Banshee haben wir. Entweder war es jetzt der Todesschrei oder es kommt gleich noch eine. Da hinten ist noch eine. Oh, Tali, sei vorsichtig. Ein bisschen Medigil schadet nie, ne? Also, ich habe keine Muni mehr. Na, es ging schnell. Dann stürmen wir hier einfach mal. Klein bisschen Überraschung hat noch niemanden geschadet. Commander, Zielerfassung umprogrammiert. Raketen können abgeschossen werden. In Ordnung. Sie haben es gehört. Zurück zum Truck. Ja, ich wollte noch mal kurz Munition mitnehmen. Ist auch nachgeladen. Wunderbar. Zielsuchsystem verbessert. Feuer. Kontere Interferenzen. Hat sie getroffen? Was ist passiert? Der Reaper ist noch zu nah an dem Strahl. Wir haben nur noch zwei Raketen. Und wir haben ihn nicht mal angekratzt. Der Reaper muss aus dem Einflussbereich des Strahls raus. Und näher zu uns. Commander, Hammer wird überall überrannt. Reaper-Bodentruppen nähern sich ihrer Position. Wir kämpfen uns zu ihnen durch. Halten Sie durch, Commander. Halten Sie durch. Kila, wie kann es denn noch mehr von denen geben? Alle durchhalten. Wir schaffen das. Die Feinde sind im Anmarsch. Na, ist jetzt nur die Frage von wo. Ah, direkt von vorne. So, ersten Rolling Hammer. Zweiten auch. Komm, lad nach. Boah, von hinten auch noch. Ich fühle mich so ein bisschen überrumpelt hier. Oh, komm. So. Er war ein bisschen daneben. Auch noch. Na denn. Mal erstmal die Rohlinge platt. Hallo, du kleines hübsches Ding hier. Okay, sie fällt voll drauf rein. Nice. Und weg mit dir. Noch eine Banshee. Ah, das zieht jedes Mal fast das gesamte Schild weg. Tat ein bisschen weh.
Na komm, Ladschild. Lad. Okay. Ja, laser deine eigenen Leute weg. Das Beste, was du machen kannst. Oh. Aufstehen. Komm. Boah, das war aber knapp. Er dreht halt auch nochmal um, ne? Er dreht halt wirklich nochmal um. Au. Ich brauche mehr Ablenkung. Noch eine Banshee. Ah, da konnte ich noch nicht mal mehr ausweichen. Ah, es ist doch schlimm hier. Gut. Komm, erhol dich. Wir brauchen nochmal eine Abwehrdrohne. Ich wollte gerade rausspringen. Der Reaper müsste doch schon fast vor meiner Tür stehen hier. Jetzt kommt eine Banshee nach der nächsten. Commander, Zerstörer ist in Reichweite. Raketen sind abschussbereit. Verstanden, Eddie. Ja, wow. Na, lass mich doch mal laufen. Das klappt so nicht. Ah, zu spät. Ich dachte, ich bin erstmal hinter dem Truck sicher. Diese Viecher sind halt mehr als nervtötend. Ich hänge hier fest. Ich muss sie halt zuerst eliminieren. Ja, komm. Okay. Das hört halt echt nicht auf, ne? Ah. Der richtigen Platz zum Kämpfen. Ja gut, komm. Mach mal eine Granate, mach nochmal Abwehrdrohne. Wo ist die Granate? Oh, kommt raus da. Ich fühle mich hier wie auf dem Präsentierteller. Raketen sind abschussbereit. Ja.
Die nervt so richtig. Ey, kannst du noch nicht mal an ihr vorbeilaufen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, dann machen wir es anders. Das war jetzt irgendwie sowas von klar. Da hinten habe ich halt keine Befehlsgewalt so richtig. So scheint es aber zu klappen. Lassen wir sie zu uns kommen. So, Dröhnchen bitte. Ich kann noch ein bisschen. Und jetzt. Nächsten, komm. Werde ich denn noch angegriffen? Es kommt halt eine Banshee nach der anderen. Commander, Zerstörer ist in Reichweite. Raketen sind abschussbereit. Verstanden, Eddie. Ja, wir müssen aber trotzdem noch mal ein bisschen uns durcharbeiten. Okay. Klappt so sonst nicht. Oh. Dich sollte ich nicht. Das ist der so egal. Ich glaube, die kommen auch ständig neu, ne? Ich probiere mal was. Zielsuchsystem online. Reaper in Reichweite. Hier drüben! Gut, Sie haben es geschafft. Es sah nicht gut aus. Es wird schlimmer. Klar wird es das. Hackett hat gerade gemeldet, dass mehrere Reaper der Sovereign-Klasse, einschließlich des Vorboten, das Gefecht mit Schwert verlassen haben und hierher unterwegs sind. Des Vorboten? Dadurch kann Hackett den Tigel in Stellung bringen. Aber wir müssen ein Team auf die Citadel kriegen, um die Arme zu öffnen. Jetzt. Auch wenn wir das schaffen, wissen wir nicht, was uns auf der Citadel erwartet. Dann ist das unsere Aufgabe. Rausfinden, womit wir es zu tun haben. Also gut. Dann alle Abmarsch. Geben Sie mir Admiral Hackett. Jetzt oder nie, Admiral.
Es geht los. Bestätige. Ich gebe den Befehl. An alle Schiffe. Hier ist Admiral Hackett. Teagle ist unterwegs. Ich wiederhole. Teagle ist unterwegs. Um jeden Preis beschützen. An alle. Jetzt gilt's. Verfügbare Staffeln, Reaper aufhalten, die das Gefecht verlassen. Wir müssen Hammer mehr Zeit geben. Von hier aus geht's auf direkten Weg zum Strahl. Ein direkter Weg, auf dem die Reaper uns vernichten wollen. Wir müssen nur eine Handvoll Truppen durchbringen. Oh. Nur eine Handvoll, was? Wir wussten, dass das ein Wabonspiel ist. Ich wüsste nicht, mit wem ich das lieber täte. Allein schafft das niemand. Das Ziel ist in Sichtweite. Also gut, an alle. Jetzt zählt's. Scheiße. Wir müssen weg! Los! Hammertrupps! Los, los, los! Gut, machen wir hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn!